Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind immer noch bei Bucky O'Hare. Das müsste Folge 3 sein, wenn ich zählen kann. Wenn nicht, lacht über mich und sagt, spielt endlich Donkey Kong Junior Math. Ich hasse euch auch. Ah, ist doch cool, ey. Ist doch wieder schön. Das ist doch wieder ein schöner Level. Hä? Bombard für Enemies? Womit denn? So, ja, oh mein, die haben ja gar keine Bombe mehr. Was wollt ihr von mir? Ich spiele jetzt ein bisschen total Scooter. Das erinnert mich immer mehr an Battletoads. Ja, wer die NES-Version gespielt hat, mit den genialen, tollen Laufdingern, der weiß, was man leidet. Was ist das denn? Haie? Oder was bist du? Wo sind wir hier bei? Sharknado und was weiß ich nicht alles? Willkommen bei den Asylum-Films, oder was? So. Geil! Geil! Die Todsamer U-Boot. So. Aber nicht lange, wenn sie so weitermachen. So, dann gehen wir ein bisschen nach vorne, weil da kann ich nicht viel machen. Da kann ich nur tierisch einfach die Fresse kriegen. Was grundsätzlich aus Todsicht super ist, persönlich mir nicht unbedingt zusagt. So, nochmal rein. Und nochmal. Uah. Ja, war klar. Da war nicht mehr irgendwie Platz. Wo jetzt ist U-Boot erwischt? Natürlich nicht. Jetzt hat's gebrannt. Wo sind wir jetzt? Über dem Fall nach. Kann man gar nicht. Oder kann man die wegdrucken? Oh geil. Oh geil. Es wird immer mehr Battletoads. Jetzt haben wir Hürden. Kennt ihr noch Battletoads? Ich hoffe mal, ja. Ne? Der Versuch, so auf den Turtles-Zug zu springen, gab dann irgendwie noch die die Toxic Crusaders oder so, glaube ich. Den, das kannte ich dann eigentlich auch nicht mehr. Das habe ich mal irgendwo beim Nerd gesehen, glaube ich. Aber so. Und natürlich, wer auch auf den Turtles-Zug springen wollte, war natürlich Cheetah-Man. Haha. ja. Das wollte ja von mir auch noch sehen. Action 52 und Cheetah-Man, ja. Ich habe euch auch sehr, sehr lieb. Ich wünsche euch immer das, was ihr mir wünscht. Ha. Und dann kommt Cheetah Man. So, jetzt räumen wir aber erstmal hier auf diesen Toad-Schiff mit viel Vergnügungsmöglichkeiten. Sozusagen die MS-Traumschiff. Ja, super. Wieder so. Also, ich finde das Design der Gegner echt gelungen. Das ist auch wirklich was vollkommen anderes. Aber gut, das ist der Vorteil. Wenn schon die Serie ganz gut war, dann brauchst du eigentlich nicht viel zu machen. Wobei wir natürlich uns über Lizenzschrott, glaube ich, nicht beschweren müssen. Davon gibt's genug. So. Hier wieder. So. Ist der immer noch nicht weg? Ist ja schon wieder der komische Zahnradbomber. Soll ich eine tolle Referenz machen? Guckt jetzt bitte Kyrandia 2. Ha. Wer den Gag versteht, schreibt ihn bitte jetzt in die Kommentare. Ich meine, sonst schreibt ja sowieso irgendeiner irgendwelche sinnlosen 20.000 Fragen. Was meinst du damit? So, bist auch weg. Der verliert Räder. Könnte Red Bull sein. Das war's?
Okay, gut. Das beantwortet meine Frage. Es ist noch nicht zu Ende. Toadstar ist doch bestimmt der letzte oder so. Das hört sich doch sehr nach Finale an. Hilfe! Ist das denn geil? Toad TV oder was? Ja, tatsächlich. TTN. Natürlich. Natürlich. Die Traditional Toad News oder was? Nee, ist klar. Sehen Sie zu, uns gefährlicher Hase. Unsere friedliche Nation belästigt. Was meint ihr? Haben die Toads auch Twitter und YouTube gesperrt? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist ja wie bei Contra oder Greiser. Und ich weiß, ja, ihr sagt alle, macht die 64er-Version. Ja. Komm, wir filmen mal zu. So, komm. Die Mauer muss weg, das ging schnell. War bestimmt ein chinesisches Plug. Was geht denn hier ab? Wie muss ich den denn platt machen? Achso, den kann ich einfach so halten oder was? Ist ja mal unfairer. So, schön. So, was für den Fernsehkritiker, wie wir hier den ganzen Fernseher kaputt machen. Lasst euch nicht vom Fernseher verdummen. Auch wenn TTN läuft. Wahrscheinlich mit Sendungen wie Schwiegerkröte gesucht oder die Superkröte. Uahaha. Zwei Kröten für ein Halleluja oder was weiß ich was. Uahaha. Weg. Natürlich. So, ich muss mal eben ein bisschen aufbauen. Aber das sieht mir schon wirklich nach Endkampf aus. So, weg. Nein. Natürlich nicht. So, Zeit für Robo. Der Planet hat's schon in sich. So, boah. So. Alles kaputt machen. Das macht die Sache ohne Ende leichter. Meine Fresse, wird hier aufgefahren. Kann sein, dass die uns nicht mögen. Schon wieder sowas. Ja, aber du hast doch gerade schon verloren. Was glaubst du denn, warum das jetzt nicht passiert? Verbessert hast du dich bis jetzt auch noch nicht. So, dann machen wir jetzt so einen Boss-Rush. Sind wir jetzt bei Mega Man. Ja gut, wenn das alles hier von Dr. Wily ist, ist klar, dass das nichts bringt. Na ja, komm, zack. Weg mit dir. Ah. Na komm. Ich weiß, für dich sind wahrscheinlich Roboter richtig interessant. Wahrscheinlich hat kleine Ruby einen tollen Roboter-Knackarsch, aber das muss jetzt hier nicht sein. So, geh weg. Geh wieder aufs Deckchen. Schön Abstand halten. Das war's doch jetzt. Ja. Viel Updates hat er jetzt nicht gekriegt. So, weg. Wir räumen mal wieder alles auf. Ja, du mich auch. Zweimal mehr wie du. Und überhaupt. So. Immer dem Fall nach, das habe ich schon verstanden. Aber das sieht auch cool aus. Klar. Wir kommen. Die werden jetzt alle gegen mich geschickt, ne? Muss ich die kaputt machen? Okay. So.
Na? Ein bisschen Health ist immer gut. Boah, wird hier aufgefahren, ey. Sind auch eine Menge Sprites auf dem Bildschirm, aber das finde ich echt geil gemacht. Also nicht nur die Aufmachung ist total geil, sondern... Na komm, geht die Wand schneller weg? Ja, die ist genauso. Zweite Klasse. Sind das die Toads, die umgebaut werden, ja? Weil das sind ja super Toads. Okay, Zeit für Schiffe. Ja, kommen wir mal alle weg. Die kann ich gar nicht befreien? Oder, was heißt befreien? Oder ihrer Mutation entsorgen. So, weg mit euch. Boah, weit kann es doch nicht mehr sein, was hier alles aufgefahren wird. Ne, ist klar. So, jetzt können wir uns erstmal wieder bewegen. Bist du Endkampf? Wahrscheinlich. Lass mich raten. Kann ich dich treffen? Muss ich erst hier deine Privatarmee besiegen. Kann man, ne? Ja, er leuchtet. Was leuchtet, kann zerstört werden. Das ist gut. Einzige, was er hat, ist hier 50.000 Mann Verstärkung. So, komm weg mit dir. Ugh. Natürlich nicht. Ah komm, das ist Endkampf. Endkampf macht Chef. Scheint, bei meinem Glück kommt da noch jemand. Ach, den kann man da raushauen. Ne? Kiste kaputt. Wovor denn? Bist du jetzt gewonnen haben? Darauf fällst du mich wieder an, du bist ein Kumpel. Okay, das geht tatsächlich nochmal weiter. Dann würde ich sagen, setzen wir hier nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das wird dann wahrscheinlich auch das Schluss sein. Ich bin euer Mr. Wende 1974. Bis dann. Tschüss.